Und damit herzlich willkommen zurück hier, liebe Motorsportfreunde, bei Mr. Easy Racer und einem neuen Let's Play. Ja, ich denke, ihr habt es mitbekommen, in den letzten Tagen kam wirklich gar kein Video von mir. Liegt einfach daran, dass ja ein bisschen die Motivation bei mir flöten war. Und ich denke mal, mit diesem Spiel wird sie auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich bin stolzer Besitzer der Ultimate Edition, deswegen kann ich schon ja ein paar Tage vor offiziellem Release spielen. Und ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht weiter groß drumherum, sondern gehen natürlich direkt ein. Mr. Easy Racer 1 hier natürlich am Start. Wer mich noch nicht in der Freundesliste hat bei Xbox One, kann das gerne dann machen und kann mich unter Mr. Easy Racer 1 auf jeden Fall finden und kann mich dann dort auch hinzufügen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht spoilern lassen. Ich habe erst überlegt, soll ich die Demo spielen, vielleicht euch dann was von zeigen. Aber ich habe gesagt, nein, du zockst davon gar nichts, du schaust dir gar nichts an, sondern du gehst einfach blind rein in dieses Spiel. Das Einzige, was ich eigentlich so ja halb überrissen habe und weiß, ist, dass dieses ganze Szenario in Australien spielt. Und ja, wirklich den Rest, ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Ich denke mal, wir werden es einfach jetzt herausfinden. Der Lamborghini Centaurio, glaube ich, heißt er, ist auf jeden Fall das Covercar. Richtig geile Kiste. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was uns hier so erwartet. Okay, ich muss euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen in dieses schöne Intro reinquatschen, weil ja, sonst kriege ich ein paar Probleme mit gewissen Institutionen und diese Probleme dürfen sie gerne behalten. Die will ich nämlich nicht haben. Playground Games Event. Ja, da sehen wir schon Centaurio Agera R8. Hi, ich bin's Kira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Okay, alles klar. Hört sich auf jeden Fall gut an. Leute, Tag 1 vom Horizon Australia. Diese Autos müssen zum Festivalgelände in Byron Bay. Alter, schaut euch die Grafik an. Okay. Okay, okay. Ja, müssen wir natürlich dran denken. Hier alles Linkslenker. Das heißt, wir fahren auch auf der linken Seite. Hier Scott live auf Horizon Radio. Wir sind um die halbe Welt gereist. Ich kann es kaum fassen, dass wir jetzt endlich da sind. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Strände. Das glaubt ihr gar nicht. Hier ist alles flach und die breiten leeren Straßen warten nur darauf, dass man darauf derbe abcruist. Die nennen das hier Down Under. Aber wie man bei so viel Sonne und Strand je down sein könnte, ist mir ein Rätsel. Hier gibt es schnelle Karren. Sommer pur, Hammerrennen. Heiße Tage, noch heißere Nächte. Verbranntes Gummi, wilde Partys und echt seltsame Viecher. Ernsthaft, Leute, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also, auf die Tube getreten. Willkommen in Australien, wo dieses Jahr das größte, beste, durchgedrehteste Horizon Festival aller Zeiten stattfinden wird. Okay, und dann würde ich jetzt mal sagen, ihr kennt ja schon einen meiner Leitsprüche, wir kennen ja nur ein Gas und das ist voll Gas jetzt hier in Forza Horizon 3. Ich bin richtig gehypt, liebe Motorsportfreunde. Ich freue mich hier richtig drauf. Da würde ich mal sagen, schauen wir mal, was für... Ja, das war klar, dass wir den jetzt fahren dürfen. Alles klar. So, und jetzt, bevor wir hier weitermachen, gehen wir erstmal in die Einstellungen, liebe Motorsportfreunde. Schwierigkeitsgrad. Anspruchsvoll, schwer, Experte, Profi, verrückt. Okay, ich glaube, wir machen mal auf Experte am Anfang. Ich denke mal, dass... Ach so, das ist jetzt so, okay. Ich wollte eigentlich die Driver-Taschwierigkeit auf Experte haben. Dann Bremsen, ABS machen wir auf jeden Fall an. Lenkung auf Normal, Traktionskontrolle aus, Stabilisationskontrolle aus. Schaltung lassen wir erst auch mal auf Automatik. Ideallinie machen wir aus. Nee, das machen wir mal komplett aus, den Schaden, weil ich denke, oder? Oder machen wir kosmetisch? Nee, macht keinen Unterschied. Da machen wir ihn komplett aus, weil die Autos schauen hier so geil aus. Deswegen, ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir mal so mit. Und jetzt wollte ich noch ganz fix, nein, noch das, ich will auf Audio, jetzt habe ich es. Standard, okay, bisschen die Radiolautstärke runterdrehen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht, ja, auf 5 so ungefähr hinkommen. Ich denke, könnte passen. Und dann würde ich sagen... Alter Schwede, Mucke ist immer noch relativ laut. Okay, müssen wir noch mal ein bisschen runterdrehen. Wie gesagt, ich denke mal, ja, die auf YouTube schon länger unterwegs sind, wissen, was hier das Problem dabei ist. So. Okay. Jetzt heißt es hier Vollgas. Auf. Ja, gut, ich brauche die ganzen Hinweise eigentlich nicht. Ich weiß, wie man Auto fährt.
Du gibst doch keinem Fahranfänger einen Lamborghini Centaurio in die Hand, oder? Und lässt den dann fahren und sagen, yo, also so gibst du Gas, so bremst du, so schaltest du hoch, so schaltest du runter. Ja, gut. Alter, der lässt sich richtig direkt lenken. Also es fällt mir direkt zum Forza Horizon 2, zum Vorgänger auf. Zumindest, dass sich die Kiste hier brutal direkt lenken lässt. Yo, da ist einfach mal ein umgefallener Baum. Und die Grafik, Leute, schaut euch die... Hallo! Schaut euch diese Grafik an. Ernsthaft, durchs Wasser mit der Kiste. Kannst bestimmt hinten schön den Motorraum fluten. Es ist sehr, sehr gesund für den Motor. Oh Gott. Ja, also wie gesagt, liebe Motorsportfreunde, ich entschuldige mich jetzt hier noch einmal ganz kurz, dass in den letzten Tagen, beziehungsweise in der letzten Woche nicht so wirklich viel kam. Ich hatte ja Formel 1 am Laufen, aber ja, das ist halt immer, ich brauche da wirklich fast 3 Stunden, um eine Aufnahme zu machen. Und ja, das ist dann eine echt, ja, zeitintensive Sache. Hey, pass auf, aus dem Weg! Ich habe hier 800 Pferdchen und keine Angst, sie einzusetzen. Okay, alles klar. Oh, geil. Eine Bremsenüberholung, nice. Warren. Ich hab dir das Ding für eine Bremsenüberholung dagelassen. Oh, hey, Kira. Was meinst du? Irgendwas mit Bremsen? Wir fahren über die Great Ocean Road nach Byron. Versprich mir, dass du keine Dummheiten machst. Ach, Quatsch. Wir haben doch nur Bremsenservice gemacht. Kein Problem. Wir müssen mal Probefahrt machen. Ist doch ganz, ganz klar. Wir müssen ja schauen, dass wir keine Scheiße gebaut haben. Bevor wir dem Kunden das Auto wieder zurückbringen, müssen wir natürlich das Auto hier ein bisschen testen. Ganz, ganz klar. Gar kein Problem. Alter Schwede, schaut euch das an. Schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Hier auch ein Mini am Start in der umgebauten Rallye-Version. Halt's mal. Kann ich einfach so durchfliegen. Durchs Wasser! Nur dann sollte ich natürlich nicht vergessen zu lenken. Das wäre super. Im Wasser geht es sogar auch. Also das Gefühl war eigentlich ganz gut gerade im Wasser. Du schwimmst nicht komplett auf. Kann man natürlich auch mal gerne testen, wie weit man da so reinfahren kann ins Wasser. So, ich fahre einfach mal den Leuten hier so hinterher. Beziehungsweise jetzt habe ich keinen mehr zum Hinterherfahren. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal nur geradeaus fahren. Weil da, ich habe ja keine Karte, gar nichts. Ja, genau. So habe ich es mir ja gedacht. Alter. Schaut euch das an. Und da ist das Festivalgelände schon nice. Ist nice. Richtig nice. Oh yeah, baby. Schaut euch das an. Richtig geil. Da ist auch der Lambo wieder. Ich habe irgendwie nicht gerade verstanden, weil wir mittendrin irgendwie mal kurz Perspektive gewechselt haben. Okay, und jetzt auf einmal nach. Alles klar. Und ab die Piste. Ab die Piste, ab die Post, wollte ich sagen. Alter Schwede, da bin ich wieder richtig gehypt. Forza Horizon 2 war ja schon wieder so, oder war ja so episch schon. Und jetzt Horizon 3. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Eieieiei. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt mal richtig gehypt. Okay, alles klar. SLK am Stissel hier. Die Presse fragt nach einem Fotoboss. Wärst du so frei? Boss? Bin ich der Boss, oder was? Holy moly, ich soll der Boss sein. Okay. Der wird zumindest vom Alter her wahrscheinlich bei mir perfekt passen, aber nicht wirklich vom Style. Ich weiß nicht, der hier... Oh Gott, Alter. Das ist eine schwierige Frage hier. Soll ich den Jungen wirklich nehmen? Ich weiß nicht, der ist so wirklich nicht so mein Typ. Nicht so mein Typ. Machen wir hier so ein bisschen auf... Ja komm, wir machen ein bisschen so auf Hawaii-Style. Sie können Ihren Charakter jederzeit im Einstellungsmenü ändern, ja dann. Gut, und wie soll ich dich nennen? Holy shit! Alter Schwede! Hier kann man sich richtig was raussuchen. Ist da auch theoretisch mein Name dabei, Chris irgendwie. Schauen wir mal. Kann. Ja, Chris wäre sogar dabei, aber ich bin eigentlich schon dafür, dass wir einen Spitznamen nehmen. Ist da irgendwie erst mit Easy dabei? Das wäre jetzt natürlich brutal. Alter, da gibt es richtig viele Auswahl. Evans nur, schade. G, General, Dude. Gott, Mann. Der Doktor. Wir können so auch hier wie Valentino Rossi. Der Doktor. Hotshot. Ja, ich muss halt irgendwas finden, was... M. Rossi. Okay, Man, Mario, Maverick. Master Chief. Jawohl. Nitro. Phillips. Roberts. Ich bin echt unentschlossen. Stick, genau, wir können es auch Stick nennen lassen.
Alles klar. Wir können es auch Mr. X. Okay. Vampire. Holy shit. Liebe Motorsportfreunde, was machen wir hier? Rockefeller. Okay. Sanchez. Sausage. Slipstream. Ah, Windschatten hört sich nicht so geil an. Prime Minister. Alles geht. Playa. Playa. Genau. Racer. Easy Racer. Wäre eigentlich schon ganz gut, oder? Super. Ich glaube, das nehmen dann wir. Also Racer? Ja, sicherlich. Immer am Racen hier, der Racer. So schaut's aus. So, Mr. Easy Racer 1 Festival Boss. Ich grüße Racer. Euch. Was hältst du von der Location? Noch macht es nicht viel her, aber diesen Sommer wirst du hier alles in das größte Horizon Festival aller Zeiten verwandeln. Ein großartiges Team sorgt dafür, dass auf dem Festival alles rund läuft. Aber alles andere liegt an dir. Du entscheidest über Rennen, Musik und Fahrer. Das ist dein Festival. Okay, ich weiß, also. Du bist gerade erst angekommen, aber die erste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten und du hast einen Logenplatz. Okay, Logenplatz hört sich interessant an. Ist dieser Logenplatz gleichbedeutend mit, wir nehmen an diesem Event teil? Kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Oh, Alter, ein Buggy. Alter, nice. Bei der Eröffnung wirst du dir im Buggy mit diesem Jeep ein Rennen liefern. Fangen wir mit etwas Einfachem an. So kannst du dich etwas locker machen. Genau, natürlich. Was denn? Ich sagte einfach, nicht langweilig. Ja, das hat perfekt mit meiner Reaktion gerade zusammengepasst. So ungefähr. Was denn? Normal hier. Geil. Okay, dann würde ich mal sagen, ab die Post. Ja, das kommt jetzt natürlich den Schaurennen aus Forza Horizon 2 sehr, sehr ähnlich. So, mal gucken, wie sich die Dinger hier so steuern lassen. Nice. Also das Handling gefällt mir mal wieder richtig gut. Weil ich muss auch ehrlich sagen... Hey, pass auf die Bäume auf! Jo, weil ich muss ja auch sagen, die Grafik kann noch so schön sein. Wenn das Handling und das Gameplay einfach madig ist, dann... Ja, das ist eigentlich auch das, wo es halt auch ja, mit auch am meisten ankommt, zusätzlich zu der Grafik. So, ah, das ist einfach, das sieht saugeil aus. Ich wollte schon gerade sagen, warum fahren wir jetzt Asphalt? Wir können doch hier Querfeld einräubern. Okay, hier schön am Strand entlang. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schaut euch das an. Unfassbar. Okay, der Heli driftet ein bisschen ab. Ja, nice. Und hier über den Sprung. Weppa. Und ins Wasser rein. Gut. Seht ihr hinten? Diese Häuser sind bewohnt. Sei vorsichtig. Alter. Hinten schön den Kühlern nach oben gebaut, dass da nichts passieren kann. Ist auch nice, wenn ich jetzt nach hinten gucke, verändert sich der Sound vom Heli. Das ist natürlich auch nice. Also bis jetzt nur ja, positive Eindrücke und Reaktionen hier von mir. Das ist mal ganz, ganz klar. Oh, die Alter, der räumt mit seinem Jeep die ganzen Sachen hier weg. Da war ein Alligator. Ich bremse für Tiere. Wie war das? so. 52% haben noch ein Stück, Alter. Und ja, jetzt haben wir ein paar schöne Haarnadelkurven hier. Da können wir das Ding mal schön ein bisschen quersemmeln hier. Links, links, das andere links. Pass auf die. Ah. Alter, Alter, der nimmt einfach das Schild damit. Heft. Aber richtig geil inszeniert. Also, ich komme gerade nicht mehr aus dem Schwärmen raus, liebe Motorsportfreunde. Das ist wirklich... Das ist einfach Bombe hier, auch mit dem Setting, das passt halt einfach zu Horizon. Also ganz, ganz klar. So, mal hier kurz die Handbremse benutzt, hoppala. Da sind wir jetzt ein bisschen zu optimistisch in der Kurve. Wie gesagt, das muss ich vor allem auch noch ein bisschen lernen wieder hier mit... boah, Alter, ich dachte gerade jetzt... Cool, kann man die Bäume mittlerweile umfahren? Okay. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu langsam. Wahrscheinlich sollte das dann sehr, sehr knapp werden, aber wie gesagt. Boah, Alter. Da kommt sie gerade. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, was wollte ich sagen? Ich wollte vor dem Jump irgendwas sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Oh Gott. Okay, ah, ja, Warren, dass man. Der Pilot gibt grünes Licht. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Alles klar, lässt ihn dann wieder runter. Löst den yes. Wagen. Oh, 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 Alter, das wird endknapp. Das wird endknapp. Ihm nicht in die Kiste fahren, jetzt. Alter. Aber fast. Wunderbar. Wunderbärchen. Nice. Sehr, sehr gut. Fanbelohnung. Phänomenaler Partyauftakt.
Wenn du weiter so schnell neue Fans gewinnst, müssen wir uns Gedanken um eine Festival-Erweiterung machen. Du kannst jetzt Festivals ausbauen? Sehr, sehr geil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Sehr interessant. Okay. Was für ein Rennen. Gar nicht übel, Boss. Ich bin Warren, der Schrauber vom Dienst. Du hast zwar ein Festival zu leiten und Rennen zu gewinnen, aber die Garage ist mein Reich. Mit Autoproblemen jeder Art kommst du besser zu mir. Ach, und eins noch. Kiro empfiehlt den Centenario für diese Fahrt. Centenario. Ich glaube, ich habe den die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Centaurio oder so. Wir laden jetzt einige wirklich bekannte und hochkarätige Fahrer zum Festival ein. Viele von ihnen träumen davon, mal in der Startaufstellung neben dir zu stehen. Das sollen sie haben. Auf einen der Fahrer habe ich bereits ein Auge geworfen. Finde ihn und schlage ihn in einem Rennen. Dann bringen wir seinen Driver-Tag zum Festival. Okay, alles klar. Das heißt, wir werden uns hier mal einen kleinen Checkpoint setzen. Okay. Ich wollte eigentlich an Rand setzen. Aber gut. Centenario. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Racer. Es wurde eine Route zu dem Gebiet berechnet, in dem sich der Driver-Tar aufhält. Okay, sehr, sehr geil. Wieder Anna am Start. Sorry. Ich weiß nicht, ob das Auto meins ist. Ich schätze mal nicht, aber... Ja, ich sollte vielleicht nicht gerade mit dem im Dreck umherheizen. So, okay, neue persönliche Bestleistung. Sind wieder Fähigkeitenpunkte. Die können wir bestimmt dann auch irgendwie... wieder einbauen. Okay, wie gesagt, ich muss mich noch so ein bisschen auf das Spiel einstimmen. Okay, ich war gerade mal ein bisschen leiser, ich weiß jetzt, ich habe natürlich das Radio komplett runtergedreht wegen der Musik. Aber vielleicht habt ihr es ein bisschen hören können im Hintergrund. Die haben gerade über mich ein bisschen geplappert, deswegen, wenn man über mich spricht, dann bin ich natürlich ruhig. aber vielleicht habt ihr es ja ein bisschen mitgehört, deswegen war ich ein bisschen still. Also, ihr habt da keine Soundprobleme gerade gehabt oder so. Alter Schwede. Easy, easy. 400 Metern links abbiegen. Okay, jetzt soll ich hier irgendwen finden. Wen soll ich denn da finden? Ah! Da ist der ja. Fordere ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Okay. La Ferrari. Jo. Bierforze. Okay. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Zweite Ausfahrt, was für zweite Ausfahrt? Rechts halten. Geht's nur geradeaus durch. Okay, 3,5 Kilometer haben wir hier vor uns. Okay, den müssen wir dann irgendwie... Für unser Festival will gewinnen, habe ich das so richtig verstanden. Okay. Sauge ich mich mal hier ein bisschen im Windschatten. Alter, wie geht denn das? Was ist denn das für ein Auto? Ist das ein McLaren? Nee, oder? Der geht auf jeden Fall mal richtig ab. Oh, Alter. Ich habe gedacht, wo fährt er denn jetzt hin? Ja, LaFerrari bleibt dran. Ist natürlich auch krasse Kiste, ganz, ganz klar. Ist ungefähr das Steckenpferd, die Speerspitze von Ferrari im Bereich... Straßenwagen, sag ich jetzt mal, weil den... Oh Gott. Nein, hallo! Alter, ist der jetzt ernsthaft? Hey, keine Sorge. Du weißt doch, wie diese Fahrer so ticken. Du bekommst so viele neue Versuche, wie du brauchst. WTF, Mann. Hat mich eiskalt abgezogen in der letzten Kurve. Okay. Fordere ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Um meine Gedanken nochmal zu Ende zu bringen, was ich da gerade über Ferrari geplappert hatte. Ernsthaft. Ist das jetzt seriously? Weil der liebe FXX, glaube ich, heißt der. Von Ferrari, der hat ja keine Straßenzulassung. Kriegst du ja nur für Rennstreckenbetrieb. Okay, gut. Ein bisschen Gummiband ist hier natürlich auch am Stüssel. Das ist auch gut so, weil sonst wäre ich gerade nicht mehr an den rangekommen. Jetzt müssen wir aufpassen, in der letzten Kurve. Ich konnte die gerade eben auch nicht perfekt anfahren, weil da eben Verkehr war auf der linken Seite. Alter, es ist so komisch, dass die alle links fahren. So richtig komisch.
gar nicht gewöhnt. Okay, okay. Aber jetzt bin ich optimistisch, dass wir das hinbringen hier. Ich muss ein bisschen nicht so konservativ hier reingehen. So, jetzt sollte das, glaube ich, klappen. Ernst? Alter! Jetzt füge ihm deine Aufstellung hinzu. Okay, alles klar. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Je erfolgreicher die Fahrer sind, die du deiner Aufstellung hinzufügst, desto mehr Fans locken wir zum Festival. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Okay. Zum Strand fahren. Okay. Machen wir das doch direkt. Stellen Sie einen Driver-Tar für Ihre Driver-Tar-Aufstellung an. Ja, der hat mich... Ernsthaft, soll ich jetzt mit dem... Ich fahr doch nicht... Alter... Ich fahr doch nicht mit dem am Strand. Das ist doch... Wahrscheinlich muss ich gleich durchs Gelände heizen mit dem und durch Rallye-Sachen fahren, oder? Eieiei. Centenario. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe gerade echt überlegt, wie der die Kiste ausgesprochen hat. Ob das natürlich richtig ist, weiß ich nicht. Aber die Italiener unter euch können mich da sicherlich aufklären. Okay, alles klar. Zielort. Nice. Okay, okay. Baby. Boss, damit du wirklich Fans und neue Fahrer zum Festival ziehen kannst, musst du rennfertig werden. Dafür brauchst du ein Auto. Okay, und ich darf mir jetzt wohl eins aussuchen. Okay, HS4 Limited Edition Gen F GTS. Noch nie was von dem gehört, um ehrlich zu sein. Gut, Shelby GT350, das ist so, naja, die abgespeckte 500er Version, glaube ich jetzt mal. Sylvia Spec Air, Alter, der ist ja schon voll mit Liberty Walk und so ausgestattet. Ich glaube, ich muss da heutzutage bei deutscher Wertarbeit bleiben. Und ja, ich werde mir mal den kleinen M4 gönnen. Ich wusste, dass es der war. Deine Augen haben beim Ansehen so gefunkelt. Ach echt? Okay. Ja, bin nicht mehr so ganz confirmed, dass der jetzt ein Sechszylinder unter einer M-Haube schlummert, aber... Ja, gut, was willst du machen? Turbo ist halt allgegenwärtig zurzeit. Aber wie gesagt, schauen wir mal, dass wir... Wie wär's mit einem Wunschkennzeichen? Stell deinen Charakter in 8 oder weniger Zeichen zur Schau. Ui, da richtig geil. 8, warte. E-A-S-Y-R-A-Z-E-R. Nein, das sind 9. Verdammte Axt. Dann machen wir was an. Dann machen wir was anderes. Passt mal auf. I. Ich brauche ein A. Ein A. I. Ich glaube, hier mache ich mal ein Z rein. Z, I, Y. Oh, cool, da gibt's sogar. Alter! Geil, gibt's Zahlen, alles mögliche. I. Und dann jetzt brauche ich ein S. Easy's. Für Easy's, also Easy seinem. Und dann nehme ich jetzt hier so ein cooles Zeichen. Hallo? Ah, hier sind die. Mach ich so schön gelb und dann nehme ich M4. Ist das nicht böse? Richtig geil. Richtig geil. Ah! Jawohl. Jag ihn hoch. Ich hoffe, der Motor ist warm. Komm, auf geht's. Ah, geil. Geil, geil, geil. Dieses Horizon Festival wird echt groß. Größer als alle davor. Deshalb müssen wir unser Festivalgelände erweitern. Aber dazu brauchen wir Fans. Und um die wiederum anzulocken, musst du da draußen Rennen fahren und PR-Stunts abziehen. Unsere Festival-Scouts haben ordentlich geschuftet, um Sonderziele mit diesen Markern zu versehen. Berechne eine Route zu einem der Marker. Mal sehen, was wir dort finden können. Okay, liebe Motorsportfreunde, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn euch das Video gefallen hat. Dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Abonnieren, kommentieren ist natürlich auch sehr erwünscht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ja, wie ihr das Spiel bis jetzt haltet und ob ihr euch auch Forza Horizon 3 holen werdet, wenn es dann offiziell für alle rauskommt. Oder vielleicht seid ihr auch einer, der die Ultimate Edition sich gegönnt hat. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt ciao, servus und bis dann.